Gerade bei den grossen Flussgewässern haben wir in den letzten Jahren sehr viele Verbesserungen hergebracht. Unsere Kläranlagen sind auf sehr guter Stand und reinigen unser Abwasser sehr gut. Jetzt ist aber der Blick auf Freiware, nachdem das Defizit behoben war, ist der Blick auf die kleinen Flussgewässer. Dort stellen wir doch noch Defizite fest. Jetzt haben wir in den letzten 10 Jahren ca. 70 Bäche angeschaut und für diese 70 Bäche haben 60% einen schlechten Zustand gehabt. Der schlechte Zustand ist vielfältig verursacht, aber unter anderem auch durch Spurenstoffeinträge, aber auch durch strukturelle Defizite in den Flussgewässern.